Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe die letzten 3 Tage ein bisschen Pause gemacht, weil ich die letzten Wochen wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, mehr hochgeladen habe, als mir meine Zeit eigentlich erlaubt. Aber wir haben was Neues dabei und ich glaube, das wird vielen von euch gefallen. Apex Legends. Ich habe es jetzt gestern das erste Mal angespielt, nachdem so viele von euch mir geschrieben haben, ich soll es mal ausprobieren. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, aktuell killt es alles. Es macht unglaublich Spaß. Ich werde euch heute den ersten Win von mir zeigen. Dann werde ich komplett darauf eingehen, was das Spiel ist, wie es ist. Wir werden analysieren, was gut ist, was schlecht ist. Warum Black Ops 4 aktuell einfach absolut abstinkt. Und lasst uns mal ein paar Packs öffnen und dann gucken wir, was wir Schönes drin haben. Und dann werden wir heute im Stream noch ein Pack-Opening machen. Wollen wir mal gucken. Ich habe bisher erst ein einziges Pack aufgemacht. Ich bin also echt gespannt. Uiuiuiui. Okay, hier, diese Herstellungsmetalle, die braucht ihr, kleine Info für euch, wenn ihr eure Waffentarnung zusammenbasteln wollt, sozusagen. Das hier sieht geil aus, guckt euch das mal an. Oh. Das sieht geil aus, ey. Das ist für eine Shotgun übrigens. Und das hier ist dann so ein seltener Skin. Eins der geilen Sachen hier bei Apex Legends ist, dass es keine doppelten Sachen aus dem Ding gibt. Das heißt, doppelt gibt es nicht. Nicht so wie Black Ops 4, wo ihr andauernd dieselbe Kacke bekommt. Ui. Richtig nice Sachen, die wir hier haben, ey. Den nehmen wir mal. Lifeline. Lifeline ist einer der Charaktere. Da gehen wir auch gleich drauf ein. Was haben wir hier? Das ist so eher normal. Das ist für einen Sniper. Das sieht auch ganz nett aus. Aber das hier gefällt mir. Eieiei. Für die G7. Das ist auch eine Sniper, eine halbautomatische. Sehr, sehr stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr, sehr genau. Das gefällt mir echt gut. Dann gucken wir mal. Wir haben noch mehr als genug Packs. Und nachher im Stream werden wir noch mehr Packs haben. Gibt Papa was Schönes. Am liebsten hätte ich gerne für die R99 was. Oh mein Gott. Oder für die Spitfire. Hier, das sind so seltene Skins. Das hier so Killbemerkungen. Die sind jetzt auch nicht so großartig. Kann man so lassen. Aber das hier, guckt ihr jetzt mal an. Und episch ist eben dann... Oh, für die Spitfire. Ich habe gar nicht gesehen, dass sie das ist. Geil. Das sieht echt heftig aus. Bevor jetzt irgendjemand meckert, dass ich hier Werbung mache für Apex Legends. Ich werde nicht gesponsert davon. Ich bekomme dafür nichts. Ich mache das wirklich, weil ich unglaublich Spaß die letzten 12 Stunden an dem Game hatte. Ich habe ein bisschen geschlafen zwischendurch. Keine Sorge. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dieser ganze Aufbau hiervon, da gehen wir auch gleich noch drauf ein, ist echt genial. Das hier ist ein Sturmgewehr. Sieht nett aus, die Tarnung. Es ist halt geil. Ihr kriegt wirklich relativ einfach gute Tarnung für Waffen, die ihr im Spiel dann später spielen könnt. Abzeichenrahmen. Das sieht auch ganz cool aus. Nehmen wir doch einfach mal. So, wir haben immer noch mehr als genug Packs übrig. Und das Geile ist, anders als bei Black Ops 4, ihr könnt die Packs öffnen. Wann immer ihr wollt und ihr kriegt sie, indem ihr einfach nur spielt. Ihr braucht kein Geld dafür ausgeben. Und alles, was ihr hier bekommt, ist kostenlos, solange ihr nicht Geld ausgeben wollt. Und es gibt keine doppelten Sachen und es ist Cosmetic Only, was halt bedeutet, es ist egal, was ihr bekommt, es macht die Waffe nicht besser. Was ich ganz geil finde. Die Hemlock, es ist eine Burststurmgewehr. Erinnert mich immer ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein ganz kleines bisschen an die ICE, also von dem Aufbau und die Mündungsbremse hier vorne. Auf jeden Fall ein geiles Ding. Nehmen wir auch gleich mal. Ich habe, wie gesagt, ja noch erst ein Pack geöffnet vorher. Das heißt, ich kann alle Tarnungen noch extrem einfach draufhauen, ohne zu überlegen, was besser aussieht. Okay, das ist dann eher so ein schlechtes Ding. Das hier ist auch ganz geil. Wenn ihr im Startmenü seid, seht ihr von eurem Squad immer verschiedene Daten. Und diese Daten werden angezeigt, indem ihr solche Statistik-Tracker bekommt. Das heißt, für den Rave, das ist einer der Spezialisten, bekommt ihr dann hier kampfentscheidende Kills. Was kampfentscheidend ist, weiß ich nicht. Vielleicht letzte Abschüsse oder sowas. Oder wenn man Squad ausschaltet. Wie gesagt, ich bin noch nicht 100% mit diesem Spiel affin. Ich spiele es, glaube ich, schon relativ gut. Ich habe richtig Spaß dran. Ich habe 6 oder 7 Siege, also es geht für ein paar Stunden. Aber es gibt natürlich auch noch für mich neue Sachen, die ich jetzt demnächst... Wow. Alter Schwede, guckt euch das mal an. Jetzt mit 5 Packs haben wir schon bessere Tarnung als im gesamten Black Ops 4 Universum. Guckt euch das mal an. Das sieht geil aus. Das rüste ich natürlich aus. Wenn ihr eine dieser Waffen jetzt im Apex-Spiel nachher findet, habt ihr automatisch diese Tarnung drauf. Ihr braucht also nicht irgendwelche schwachsinnigen Farbdosen sammeln für Dark Matter, was so behindert ist. Hier, diese Herstellungsmetalle, die brauchen wir eh in Dauer. Das heißt, umso mehr, umso besser. Die gibt es auch in 4 verschiedenen Farben wieder. Also Grau,
blau, dann lila und gold. Und ich hatte das erste Pack, hatte ich ein goldenes Ding, das gab 600. Für 600 könnt ihr euch, soweit ich es gesehen habe, jede Tarnung kaufen. Das ist echt genial. Und natürlich legt man dann immer zuerst auf die Waffen Wert, die man am liebsten spielt. Hier zum Beispiel wieder so ein Statistik-Cracker, wieder für den Wraith. Portale, phasenverschobene Squad-Mitglieder. Eine der Spezialfähigkeiten von dem Wraith ist zum Beispiel ist die Ultimate-Fähigkeit, dass ihr eine Art Portal aufbaut, Weglauf und noch ein Portal aufbaut. Das ist ganz cool, um aus dem Sturm rauszukommen, Teammate zu retten und. Machen wir jetzt den letzten auf und dann gehen wir ins Gameplay. Gib Papa was Schönes, na komm. Na schon. Das hier gefällt mir. Auch wenn ich ihn nicht spiele. Das ist Gibraltar, einer der dickeren. Jeder Charakter, das werdet ihr auch gleich sehen, hat einzigartige Fähigkeiten. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel mal wissen wollt, so was mache ich denn jetzt? Also das hier sind die Charaktere, die ihr spielen könnt. Hier habt ihr die verschiedenen Waffen, wo ihr euch so ein bisschen angucken könnt, was ihr dafür habt. Ihr seht hier, es gibt aktuell 3 Sturmgewehre, 3 MPs, 2 LMGs, 3 Pistolen, 4 Shotguns, 4 Snipergewehre. Und hier seht ihr dann, welche Sturmgewehre es gibt. Und hier auf der Seite seht ihr dann, welche Tarnungen es gibt. Und ihr seht, unten sind die ganzen silbernen, die ganz normalen. Das heißt, wenn ich jetzt keine Tarnung drauf habe, sieht die so aus. Nicht so schön, muss man sagen. Und wenn ich jetzt die hier rauf mache, dann sieht sie halt so aus. Also viel, viel cooler. Hier rechts oben seht ihr diese Herstellungsmetalle, die ihr bekommt, wenn ihr Packs öffnet. Und mit diesen Herstellungsmetallen könnten wir uns jetzt hier zum Beispiel die Supernova. Finde ich jetzt nicht so schön. Ich will mal eine nehmen, die gut aussieht. Ja, ist auch nicht mein Geschmack. Auch nicht mein Geschmack. Das sieht zum Beispiel geil aus. Und wenn wir jetzt die hier haben wollten, dann drücken wir hier auf Erhalten. Okay, die kosten 1200. Das reicht noch nicht ganz. Das heißt, wir bräuchten noch ein paar Packs dafür. Dann kriegt ihr, während ihr spielt, auch noch das da oben. Das sind diese Ingame-Währungen. Für diese Ingame-Währungen könnt ihr euch hier im Store auf der rechten Seite auch Tarnung und alles Mögliche kaufen, was da kommt. Und dann gibt es die andere Ingame-Währung, die ihr nur bekommt, wenn ihr euch diese Apex Münzen kauft. Die findet ihr hier. Die könnt ihr aus dieser Reihe hier etwas wählen. Was ganz cool ist, weil ihr habt die freie Auswahl. Will ich Geld ausgeben, will ich nicht Geld ausgeben. 10 Packs kosten 1000 Münzen. 1000 Münzen sind 10 Euro. Das heißt, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr euch da locker 20 Euro ausgeben. Das ist ja auch der Sinn von dem ganzen Spiel, denn es ist kostenfrei. Das heißt, wenn ihr spielen wollt, es kostet euch keinen einzigen Cent. Und dann könnt ihr auch hier noch gucken, so was habe ich denn hier. Zum Beispiel, das sieht jetzt wieder nicht schön aus. Ich suche gerade irgendwie eine Tarnung, wo ich sagen würde, die würde ich mir sofort holen. Am besten auch noch für eine Waffe, die ich gerne spiele. Deshalb hier zum Beispiel Devotion, wahrscheinlich die beste Waffe aktuell im Game, muss man ganz ehrlich sagen. Und hier, das sieht geil aus. Die hat richtig schöne Tarnung. Und wenn ich jetzt hier, guck mal bei der Spitfire, da haben wir jetzt gerade diese Ehrenkodex. Seht ihr, das ist richtig geil, ist auch lila. Und dann gibt es hier noch die 4 goldenen. Das sind die seltensten sozusagen. Die kosten halt auch am meisten. Und wenn ihr jetzt das hier wieder haben wollt, drückt ihr auf Viereck, dann ist es wieder 1200. Wollt ihr eins hiervon haben, sieht auch heftig aus, kostet nur 400. Das heißt, wenn ihr die jetzt mehr mögt als eine der goldenen, könnt ihr euch einfach diese Tarnung kaufen und hättet sie automatisch bei euch drauf. Im Prinzip ist vieles hier selbsterklärend. Hier bei Spezialisten, ihr habt am Anfang 6 Spezialisten, die ihr auswählen könnt. Mit Level ungefähr 28 habt ihr dann genug von dieser Ingame-Währung, um den ersten davon freizuschalten. Ihr könnt, wenn ihr nicht wisst, was die Spezialisten können, relativ einfach hier auf Viereck drücken. Dann seht ihr Fähigkeiten. Jeder Charakter hat eine Passivfähigkeit, eine taktische und eine ultimative. Die passive Fähigkeit ist die Fähigkeit, die durchgängig läuft. Das heißt, die ihr immer habt. Hier in dem Fall beim Bloodhound. Gegner hinterlassen Hinweise für dich. Das heißt, ihr seht sozusagen Fußspuren, wenn die vor euch waren. Die taktische, die lädt sich mit der Zeit automatisch auf, relativ schnell. Das heißt, man sollte auch keine Angst haben, die irgendwie einzusetzen. Enthüllt kurzzeitig Gegner, Fallen und Spuren in allen Strukturen vor dir. Das heißt, Campen in diesem Spiel ist im Prinzip nicht sinnvoll. Und die ultimative Fähigkeit ist Herr der Jagd, verwandt dich in den ultimativen Jäger, schärft deine Sinne, dadurch kannst du kalte Spuren sehen, die schneller bewegen. Die ist schon ziemlich OP. Mein Lieblingsspezialist ist zum Beispiel Bangalore. Laufschritt, wirst du während eines Sprints beschossen, läufst du für kurze Zeit schneller. Absolut genial. Das heißt, ihr könnt strafen, ihr könnt schnell in Deckung gehen, alles mögliche. Die taktische ist die beste taktische, die ich hier bisher gesehen habe. Rauchwerfer feuert einen Rauchbehälter ab, der beim Aufprall eine Rauchwand erzeugt. Ihr habt 2 Rauchbehälter, die ihr abschießen kann. Und ihr könnt eure Teammates in der Zeit safen, ihr könnt in Deckung gehen, ihr könnt
Das hier ist ein bisschen an Titanfall angelehnt, auch von den Entwicklern von Titanfall. Ihr habt Advanced Movement, das heißt, ihr könnt euch schnell bewegen, ihr könnt hochklettern. Es ist einfach ein richtig flüssiges Spiel, es ist der Wahnsinn. Und die ultimative Fähigkeit ist absolut stark, absolut OP, und zwar Donnergrollen. Fordert einen Artillerieschlag an, der dann übers Land voranschreitet. Passt immer auf, dass ihr nicht in der Nähe davon seid, das Ding ist ziemlich zerstörerisch. Und ihr könnt halt, es gibt aktuell nur die Möglichkeit zu dritt zu spielen. Ich denke Solos, Duos und Squads vielleicht werden später kommen. Ihr landet mit 60 Leuten auf der Map. Hier habt ihr dann immer die Möglichkeit zwischen drei Leuten mit euren drei Leuten die richtigen Spezialisten zu wählen. Da gibt es für mich zum Beispiel Lifeline, ist im Prinzip der Support-Charakter schlechthin. Hier könnt ihr dann gucken, was ihr hierfür freigeschaltet habt. So dies hier, ein paar Bemerkungen, Finisher-Moves. Jeder Charakter hat einen Finisher-Move, das heißt, wenn einer vor euch kriecht, könnt ihr ihm das hier verpassen. Und er stirbt dann. Ist ziemlich geil eigentlich. Und jeder Charakter kann das. Lifeline hat auch noch ein paar Fähigkeiten, und zwar Kampfsanitäter. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr jemanden wiederbelebt, ein Schutzschild um euch herum machen. Und ihr könnt Teilobjekte um ein Viertel schneller nehmen. Das ist echt cool. Dazu L1 ist wieder für taktisch, und das taktische ist eine Heilsdrohne, die alle eure Teammates, wenn die in der Nähe sind, heilt, während die irgendwie kämpfen oder so. Mega geil für einen Gunfight. Und dann das Ultimative, deswegen es gibt auch sowas wie Ultimativbeschleuniger, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Dann haut ihr das immer für den Lifeline, dass er das Care Packet bekommt. Da kommt nämlich eine Landungskapsel mit hochwertigem Defensivmaterial. Da sind fette Rüstungen drin, geile Waffen, alles mögliche. Da kann echt alles drin sein. Also ziemlich cool das Ganze. Und bevor ich jetzt weiter rede, ist glaube ich schon ziemlich lange, lasst uns direkt mal ins Game gehen. Wir gehen ja einfach mal direkt rein, damit wir nicht gleich am Anfang noch das ganze Looten mitnehmen müssen, sondern dass ihr eben ein bisschen Action seht. Wir spielen hier zu dritt. Das ist ein Random Team, mit dem ich zusammengelost bin. Und ihr seht, das Ganze ist sehr, sehr grün. Es gibt viele Möglichkeiten, Deckung zu nehmen. Es gibt viele Möglichkeiten, das Movement-System auszunutzen. Ihr seht unten, das ist die Schadensanzeige. Also unten seht ihr jetzt hier diese Drohne, die ich aktiviere, damit ich meine Heilung bekomme. Ihr könnt Phoenix-Kits nehmen, damit eure Schilde wieder repariert werden. Ihr könnt Schilde aufnehmen, verschiedene Stufen davon. Das System kennt viele von euch bestimmt aus Fortnite, wenn sie es noch nicht gespielt haben. Da gibt es ja auch bei den meisten Items und Ausrüstungen blau, grün, gelb. Und genauso ist das hier auch. Dann seht ihr bei dem Gegner, wie viel Schaden ihr ihm gemacht habt. Wenn er zu Boden geht, hat man eine Art Rettungskapsel, die kann man vor sich stellen. Und diese Rettungskapsel kann euch erstmal vor Beschuss schützen. In diesem Spiel ist es nicht unbedingt sinnvoll, in den meisten Momenten jemanden zu finishen, der auf dem Boden liegt. Wenn jemand komplett auf dem Boden liegt am Anfang, dann hat man immer noch die Möglichkeit, als Team seine Marke zu bergen, und zwar 90 Sekunden lang. Und wenn man das schafft, dann kann man ihn an einem Respawn-Punkt wieder zum Leben rufen, obwohl er schon im Prinzip ganz tot war. Er spawnt dann im Prinzip ohne Ausrüstung, aber in den meisten Fällen kann er sich die Ausrüstung schnell wiederholen, weil man noch in der Nähe ist. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, wenn ihr lootet, verschiedene Dinge aufzunehmen. Alle Sachen haben eine gewisse Farbe für die Seltenheit und für die Stärke davon. Ihr seht automatisch, das ist wirklich benutzerfreundlich und wirklich für den Anfang super hilfreich für jeden, der entweder neu im Battle Royale Modus ist oder neu in diesem Spiel. Ihr seht automatisch, was ihr mitnehmen könnt, was für eure Waffen wichtig ist und was nicht. Hier seht ihr, selbst wenn ihr down gehen solltet, habt ihr ein Knockdown-Schild. Dieses Schild beschützt euch währenddessen vor feindlichem Feuer. Das heißt, ihr sterbt nicht automatisch. Rechts, ihr seht es, ich bin in einer, ich sag mal, Schutzwolke. Ich kann in dem Moment so keinen Schaden bekommen, bis dieser Schild kaputt ist. Das heißt, ich kann dafür sorgen, dass ich vielleicht in Deckung komme. Ich kriege dann natürlich langsamer, als wenn ich jetzt irgendwie das Schild nicht aktiviert hätte. Und ich habe die Möglichkeit, in die Nähe von meinem Teammate zu kommen, in der Hoffnung, dass mich jemand wiederbelebt oder zumindest später meine Marke nimmt. Rechts oben könnt ihr sehen, wie viele Gegner noch übrig sind. Das heißt, 18 Stück spielen noch, davon sind wir 3. 15 Gegner sind noch übrig, 7 verbleibende Squads. Jetzt seht ihr, ich habe keinen Schaden bekommen, sondern das Schild bekommt den Schaden. Es ist von 750 auf 500 runter. Es lohnt sich also nicht, ihr verballert Munition und. Und ihr werdet sehen, wenn ihr das erste Mal spielt, die Waffen haben sehr kleine Magazine. Und ihr habt relativ wenig Munition, gerade am Anfang. Es gibt natürlich verschiedene Optionen mit verschiedenen Rucksäcken, wieder seltene und sehr, sehr häufige. Die häufigen Rucksäcke geben euch 2 extra Slots, die goldenen geben euch, glaube ich, 6 oder 8 sogar.
Ihr habt jegliche Möglichkeit, irgendwie eure Munition aufzustocken. Aber gerade am Anfang und wenn ihr noch keine Aufsätze für die Waffen gefunden habt, dann habt ihr das hauptsächliche Problem ganz einfach, dass ihr zu wenig Munition habt. So, hier bin ich jetzt im Prinzip wiederbelebt worden oder es wurde versucht und ich bin dabei gestorben. Das macht aber nichts aus dem einfachen Grund, dass einer von unseren Teammates immer noch lebt. Das heißt, wir sind zwei komplett tot, aber wir leben noch. Das heißt, hier könnt ihr sehen, der gute Tim mit den Anfi, den hat er auch irgendwie wiederbelebt. Hier haben sie die Kills gemacht. Das ist super, super wichtig. Jetzt kann man in Ruhe noch looten. Man hat jetzt immer noch Zeit, meinen Tag, den einer schon genommen hat, zu einem dieser grünen Respawn-Punkte links oben auf der Karte zu bringen. Das klingt jetzt vielleicht kompliziert, glaubt mir, ist es aber nicht. Diesen Tag könnt ihr sozusagen kurz aufnehmen, wenn jemand down gegangen ist, und könnt den zu diesem Respawn-Punkt bringen. Und sorgt im Prinzip so dafür, dass der Teammate von euch wieder zum Leben kommt. Hier seht ihr jetzt, das wurde gemacht. Das heißt, ich spawne im Prinzip genau da wieder, wo ich eben down gegangen bin. Und habe halt die Option, weil die Zone noch 30 Sekunden auf sich warten lässt, dass ich zurückgehe, da wo ich sozusagen herkomme und mir wieder meinen Loot verschaffe. Das ist super, super cool, weil man eben A, nicht dafür belohnt wird, automatisch jemanden zu killen, wenn er auf dem Boden liegt. Und es bedeutet, dass viele Leute einfach länger Spaß haben, selbst wenn sie einmal aus dem Spiel rausgenommen sind. Das klappt nicht jedes Mal, manchmal kriegt man den Respawn-Punkt nicht oder ähnliches, aber insgesamt ist es eine coole Idee. Hier seht ihr auch, dass ich von Advanced Movements sage. Ihr könnt sliden, ihr seid unglaublich schnell damit, ihr könnt Berge runter sliden, ihr könnt so viele Sachen im Prinzip machen und es macht einfach Spaß, so zu spielen. Hier könnt ihr denn sehen, oben sind immer die Waffen angegeben, direkt da unter die Munition. Die Munition hat verschiedene Namen, leichte, schwere, Energiemunition und verschiedene, nicht nur verschiedene Farben, sondern verschiedene Bedeutungen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Waffe habt, wie rechts unten, wo ihr seht, okay, das ist orangene Munition, also in dem Fall schwere Munition, dann könnt ihr automatisch beim Looten sehen, ob ihr diese Munition braucht oder nicht. Ich würde euch empfehlen, nehmt immer nur die Munition für die zwei Waffen mit, die ihr dabei habt. Versucht zwei Waffen mitzunehmen, die verschiedene Munition braucht. Denn ich garantiere es euch, Munition ist sehr schnell leer. Wirklich sehr, sehr schnell. Die Zone macht, umso näher sie kommt, das kennt man von allen Battle Royale Games, mehr Schaden. Aber in diesem Spiel habe ich festgestellt, dass durch das Advanced Movement System, durch die Portale, hier ist ein Portal, das passt gerade, ihr habt die Möglichkeit, der Zone A schnell zu entkommen und B, was vielleicht noch viel, viel wichtiger ist bei dem Ganzen, die Zone macht, ist nicht so der, ich sag mal, der schlimme Gamebreaker, wie man das aus anderen Battle Royales kennt. In Fortnite zum Beispiel, wenn man da in der dritten Zone hängen bleibt oder so, dann geht es schon relativ schnell runter. Hier ist das nicht so tragisch. Wir spielen mit einem 2-Sturmgewehr-Setup. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch Shotguns sehr gut nehmen. Einmal die Hemlock, einmal die R301. Und ihr seht, rechts unten bei der Hemlock ist dieser kleine weiße Punkt, der nach links zeigt. Das ist ja auf der Tastatur die linke Pfeiltaste. Da könnt ihr draufdrücken und könnt den Feuermodus von verschiedenen Waffen ändern. Hier, Feuermodus Salve oder Feuermodus Einzeln. Bei der Hemlock ist es eine Burstwaffe, die ihr einzeln abfeuern könnt. Würde ich zum Beispiel die Salve empfehlen. Es gibt einen niedernen Aufsatz für die Prowler. Das ist eine MP, das ist eine 5-Burst MP. Da habt ihr aber die Möglichkeit, die auf automatisch umzustellen. Hier seht ihr jetzt, mit R1 gedrückt, könnt ihr Gegner markieren. Das ist super cool. Ihr braucht mit euren Teammates nicht sprechen. Ihr müsst deren Sprache nicht sprechen. Mit R1 kann man alles markieren und pingen. Ihr könnt Gegner markieren, ihr könnt Loot Drops markieren, ihr könnt das als Orientierung nehmen, wo es lang gehen soll. Ihr habt alle Möglichkeiten dieser Welt, ohne dass ihr auch nur ein Wort, vielleicht Englisch, Spanisch, Französisch sprechen müsst. Das ganze Game hier ist darauf aufgebaut, dass es sehr, sehr viel Teamplay ist. Es geht hier insgeheim wirklich darum, dass man als Dreier-Squad zusammenspielt und Spaß hat. Hier habt ihr gesehen, das war ein blaues erweitertes Magazin, einer der besten Aufsätze für eure Waffen, aus dem einfachen Grund, dass ihr es braucht. Hier seht ihr dann wieder, wie viel Schaden ihr macht. Ihr könnt da verschiedene Einstellungen nehmen. Manchmal wird dann, je nachdem was ihr einstellt, angezeigt, wie viel jeder einzelne Schuss gemacht hat. Manchmal wird angezeigt, wie viel insgesamt Schaden. Das ist euch überlassen. Ihr könnt da in den Einstellungen so viel rumfuchteln, wie ihr wollt.
Ein großer Tipp von mir für alle, die das erste Mal spielen. Wenn ihr in die Einstellung geht bei Video, dann solltet ihr eine Sache machen. Und zwar, es gibt das Field of View. Also das, wie man sieht, wie viel man vom Feld sehen möchte. Da solltet ihr unter allen Umständen, da seht ihr, ich bin gerade nochmal so gesaved worden, sozusagen für Squad geopfert. Ihr könnt einstellen, was für einen Sichtbereich ihr haben wollt. Und diesen Sichtbereich würde ich, wenn ihr mich fragt, auf 110 machen. Das ist das Maximum, was ihr machen könnt. Das ist ganz einfach, ihr seht mehr von der Karte, es sind schärfere Bilder, es sieht besser aus. Das ist eigentlich eine PC-Einstellung, die uns aber Respawn Games, das ist der Entwickler von MW2 und Titanfall hier, als Möglichkeit gibt. Eine andere neue Sache, die etwas ist, was ich seit Monaten im Prinzip bei Blackout vermisse. Ihr werdet dafür belohnt, dass ihr Gunfights nehmt. Aus dem einfachen Grund, wenn ein Gegner eine lilane oder goldene Rüstung hat, die halten halt am meisten aus und halten am längsten Stand. Dann habt ihr eine heftige Möglichkeit. Hier seht ihr das Körperschild Henker, das ist das stärkste Körperschild. Selbst wenn ihr im Gunfight ihm die Rüstung zerstört, die Rüstung bleibt in seinem Inventar. Und wenn ihr ihn gedownt habt, habt ihr die Möglichkeit, seine Rüstung zu nehmen und sie ist sofort voll. Ihr braucht nichts dafür tun. Ihr werdet also dafür belohnt, besser ausgerüstete Gegner zu töten. Weshalb es gleichzeitig sich nicht lohnt für jemanden, wenn man einfach in einem Haus liegen bleibt und nichts tut. Das ist wirklich eine Erneuerung in diesem Game, die ich am meisten feiere. Das ganze Game fühlt sich einfach smooth an. Die Bewegungen sind super. Jetzt seht ihr, es sind nur zwei verbleibende Squads, eins und wir haben das letzte Squad erledigt und da ist der Sieg. Wenn ihr wollt, dass ich über die Waffendetails spreche, über die besten Charaktere, über Tipps und Tricks, lasst einen Kommentar unten, schreibt mir, was ihr gerne sehen wollt, lasst gerne positive Bewertungen da. Ich persönlich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe einen unglaublichen Spaß derzeit in diesem Spiel. Ich kann es jedem nur empfehlen, es geht über apexlegend.com, ihr könnt es umsonst im PSN Store runterladen, es kostet euch nichts und es ist wirklich benutzerfreundlich. Nach 4-5 Runden habt ihr euch gut eingefuchst und werdet sehr, sehr viel Spaß haben, ich kann es euch nur versprechen. Ich bin raus, ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst eine Bewertung da und macht euch einen schönen Tag.